Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder vom Minecraft Wolke Server zusammen mit Chaos 85 Flo. Der Yo, übertreibt hier schon. Flo, Chaos Block 24. Leute, wir sind jetzt einfach auf der unteren Ebene. Schaut euch das an. Das scheint hier das Nether-Level zu sein. Ist einfach alles rot und orange hier. Wir sind in so einer ganz, ganz komischen Sphäre oder so. Und hier gibt es einfach rote Wolken. Und die können wir uns jetzt auch angeln. Ja, und das ist die erste rote Wolke, die ich mir ranziehe. Was aus meinem Mund rauskommt. Was ist da drinne? Ey, das sind wirklich Nether-Sachen, ne? Wir kriegen jetzt einfach Nether-Sachen hier raus. Okay, okay, okay. Was ist mit Blaze Rods? Bestimmt auch, safe. 100 pro. Hier werden auch Blaze Rods und sowas rauskommen. Ich glaube, es gibt ein Ender-Level. Ich habe schon einen Magma-Block. Safe, oder? Was brauchen wir? Wir brauchen Nether-Warzen und Nether-Ziegeln. 32 Nether-Warzen und 32 Nether-Ziegel. Ich habe schon 20 Nether-Warzen. Die Wand bringt's, guck. Echt jetzt? Bitte troll mich nicht. Ich denke, du trollst. Die Wand bringt überhaupt nichts. Doch, guck, guck, guck. Aber die muss noch höher. Da ist keine einzige Wolke gegengelaufen. Ja, weil die nicht hoch genug ist. Na, weiß ich nicht, ob das alles so funktioniert. Vielleicht ändert sich ja auch die Windrichtung. Leute, bam, bam. Die roten Wolken sind's. Ich denke, das ist der Way to go. Hier kommen keine Wolken mehr. Die Windrichtung hat sich geändert, Flo. Ja, aber die ist gut. Na, weiß ich nicht, ob die... Oh, doch, doch. Die ändert sich gerade, die ist gut. Warte mal, kommt da eine Wolke, die jetzt... Boah, warte, ich denke, da kommt eine Wolke, die hier drauf knallen könnte. Ich denke, das könnte aufgehen. Das gucke ich mir jetzt aber ganz genau an. Ja, Flo, komm. Pass auf. Das gucken wir uns jetzt live und in Farbe an, ob der Spaß hier funktioniert hat. Ich denke nämlich, dass das krachen geht. Das bringt nämlich gar nichts. Nee, die ist nicht hoch genug. Nein, die geht da durch. Die ist da durchgegangen. Reiß die Kacke ab hier. Nee, ich baue höher. Nein, 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 nein. Flo, die sieht wirklich kacke aus. Weg damit. Ich zünd die jetzt an. Ich zünd die an. Das ist Basalt. Ich zünd die an. Oh, hier sind Netherziegel. Schon 5 Stück. Let's go. Und hier sind auch noch mehr Warzen. Oh. Aua, aua, aua. Was machst du, ey? Das macht übertriebenes Damage. Du kannst aber von hier oben viel besser die Wolken angehen. Ja, okay. Aber dann lass uns eine Aussichtsplattform bauen und nicht so eine hässliche Wand. Die macht die ganze Optik kaputt. Das stimmt gar nicht. Doch, die sieht kacke aus. Ja, aber die funktioniert besser. Nein, die funktioniert nicht besser. Die Items knallen hier so runter, wenn du die da oben aufhängst. So, und weiter. Aber ich verstehe nicht, warum gibt es hier keine Nether-Mobs? Warum sind hier jetzt nicht so ein Strider oder so? Warte mal, was ist das hier? Was bringt denn Strider? Was ist das? Warum ist da so ein Block? Siehst du das? Oh, du verpasst die ganzen Wolken. Flo, guck mal. Hier ist so ein komischer Block. So ein schwebender. Wollte ich mal hoch zu dem. Ja, warte. Ah, ich glaube, das ist der Crystal von dem Erddrachen. Das ist unsere Belohnung. Oh, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, okay, aber ich sag dir ehrlich, ne? Der König hätte uns ruhig sagen können, dass da auf einmal so ein riesiger Drache vor uns kommt. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Ausrüstung. Hey, doch, die sind Wolken. Dagegen kämpfst du, dass hier um Items gedroppt haben. Und die Mauer funktioniert. Ich denke, das ist eine cleane Lüge. Nein. Das ist ganz clean gelogen. Das gucke ich mir jetzt hier nochmal an. Ambo, ja, sind ja keine Augen im Kopf. Schlafenszeit. Schlafenszeit? Braucht man im Nether überhaupt schlafen? Ich weiß nicht. Was soll denn da passieren? Wird es jetzt hell oder was? Ambo, wir sind im Nether. Wenn ich schläft, der verschläft das Leben. Day 4. Okay, okay, okay. Flo, ich weiß alles nicht, was ich davon halten soll, ne? Ich wollte Gesicht. Also, das ist wirklich Quatsch. So, und zack. Ich bin hier anders weiter am Farm. Gambo, glaubst du, es kommt ein Feuerdrache wieder? Boah, ja, stimmt. Am Ende könnte eigentlich wirklich ein Feuerdrache kommen, ne? Das könnte wirklich möglich sein. Ja, und wir sterben dann, weil Gambo alle Wolken vorbeiziehen lässt. Ey, das stimmt doch gar nicht. Ich bin hier anders am Machen. Ich habe eine Enderperle. Du bist kein Macher, du bist ein Riecher. Du bist ein Riecher. Nee, du bist ein Bizepser. Ich habe goldenes Rindfleisch. Ernsthaft? Ja. Nein, die Windrichtung ist geändert. Meine Wand funktioniert es nicht. Die hat auch vorher nicht funktioniert. Doch, hat die. Leute, schreibt in die Kommentare, ob die funktioniert hat. Leute, jetzt. Also wirklich. Also erstmal lasst ihr ein Like da. So, nachdem ihr das gemacht habt, schreibt ihr in die Kommentare rein, ob diese Mauer hier funktioniert. Guckt euch an, was der da macht. Das ist doch Quatsch. Nein. Warum hattest du so wenig HP? Oh mein Gott, HP.
Ich habe goldene. Oh mein Gott! Ich habe goldenes Rindfleisch gegessen. Das hat mir voll die OP-Dinger gebracht. Ich habe jetzt Regeneration und alles. Holy moly, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Warte mal, ich habe aber eine Idee. Ich habe eine dicke, dicke, dicke Idee. Weil ich brauche mehr Fleisch. Boah, wir müssen mal langsam anfangen hier zu züchten. Also so Fleisch und so. Ich brauche das Blaue. Was für Blaue? Es gibt kein blaues Fleisch. Nicht Fleisch, das Gras. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Was denn für ein blaues Fleisch? Gras, nicht das Fleisch. Was für ein Gras? Es gibt auch kein blaues Gras. Doch, gibt es. Doch, doch, gibt es. Was machst du da? Baust du da gerade deinen Kopf hin? Ja. Ich kann das alles nicht mehr. Leute, Minecraft-Wolke und der Melonenkopf baut deinen Melonenkopf hin. Schade, erkennt man, oder? Ich kann das alles nicht mehr. Ich muss hier weiterarbeiten. Ich muss hier die Wolken nach Hause bringen. Junge, einer von uns muss ja hier sich um die Wolken kümmern. So, als ob wir hier einen Ring-Kopf haben. Ja, ich muss hier anders arbeiten. Irgendjemand muss ja hier die Familie versorgen. Ja, du hast Dings hier reingelegt, oh, das andere Holz. Ah, Gras mal nicht. Keine Ahnung, was du meinst. So, ich habe nämlich eine Vermutung. Und zwar, wenn ich das hier mache und das hier. Ah, schade. Oh, okay, das funktioniert arbeiten. Leider nicht. Ich bin hier anders am Malochen. Ich bin am Malochen. Oh, ja, Malochen, das ging mit Insel. Hä? Bedeutet arbeiten. Harte Arbeit ist das. Das kenne ich nicht. Das kennst du wirklich nicht. Ich, bin ich krieg die ganze Zeit Basalt. Ich bin schon ein Projekt hart am Arbeiten. Was willst du von mir, Junge? Du arbeitest ja an deinem Kopf. Guck dir den mal an. Ja, komm, work smart, not hard. Ich hab was Hübsches gebaut. Was hast du gebaut? Hallo oder so. Oh mein Gott. Leute, neuerdings ist Lars auch in dem Projekt dabei. Junge, das war richtig gut gerade. Ja, ich kann gut imitieren. Viele unterschätzen das. Mach mal, so. Mach mal Ben. Hey, meine Robben. Nee, das geht so. Hey, meine Robben. Nein, warte. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Warte, soll ich mal Easy Cheesy nachmachen? Oh mein Gott. Ich bin Easy Cheesy. Junge. Aua, 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 aua. Ich sterbe, nein! Das war knapp. Ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Aua. Gut, das war's mit Spider-Man. Mein Skin ist fertig. Mein Skin? Dein Skin? Das ist ganz großer Quatsch. Ey, Flo, wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir brauchen noch... Ich mach doch schon. Ah, soll ich noch Augenbrauen zu machen? Ich mach jetzt Augenbrauen. Ich kann das alles nicht alles mehr. Gut, ich hab schon gehabt, oder? Hast du Nether-Ziegel? Oh das mein Gott, wir bräuchten eine zweite Mauer für die andere Windrichtung. Nein. Also die Mauer, die bin ich auch kurz davor abzureißen. Die nein. Sieht so potnässlich aus. Du siehst potnässlich aus. Das nimmst du zurück, Melonenkopf. So, warte. Bumm. Ich habe so das Gefühl, dass die Wolken immer ein bisschen weniger werden. Das ist nicht gut, weil... Für den nächsten Boss sind wir dann nicht gewappnet, ne? Das gibt sonst Krachen, Flo. Ja, ne, wir müssen richtig aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Feuerdrache oder ein Magmadrache auf jeden Fall stärker ist als so ein Pupserddrache. Nee, ich hab dir vorher Sachen angerufen, ja, gesagt, alles cool, Bro. Alles cool, Bro? Hast du den Melonendrachen raushängen lassen? Ja, ja. Yo, hier ist der Melonendrache. Oh, Nether-Ziegel, Nether-Ziegel. Warte. Nether-Ziege. Nether-Ziege. Du bist eine Nether-Ziege. So, noch 19 Stück. Flo, wirklich, also das ist ganz großer Quatsch. Ich kann das hier alles nicht mehr. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Guck mal, hier muss doch blau hin, nicht rot. Ja. Ja. Genau das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint, mein Lieber. Ja, das sollen wir mal bewerten von 1 bis 10. Gammo, die Leute werden das alle mit 10 bewerten. Ich kann es dir jetzt schon sagen. Kannst du das sagen, sagst du? Boah, guck, der ist jetzt böse. Siehst du's? Der sieht wirklich böse aus. Ich hab da ein goldenes Schwein im Visier und First Try. Ich hab da ein goldenes Schwein im Visier. Aua, aua. Nein, jetzt sind die ganzen Sachen runtergefallen. Nein, da war ein Totem dabei. Oh. Nein, da war... Junge, ich geb keinen Totems hier. Natürlich gibt's Totems. Nein. Doch, da war ein Totem. Glaub, Leute, schreibt's jetzt in die Kommentare. Ja. Den hab ich schon die ganze Zeit. Nein. Dorian, bitte. Okay, noch acht. Das kriegen wir hin. Alles gut, ich hab das Ding. Goldene Schweinekotelett, das ist auch gut. Nein, Flo, nein. Nein, wirklich, jetzt mach die Kacke mal weg.
Und die Mauer funktioniert nicht. Ich sehe hier kein einziges Item drüben. Hier liegt nur dreckige Erde. Lass mal Lars fragen, was der so davon hält. Meinst du Lars oder so? Ja, guck hier. Hast du auch einen Lars? Nee, wir haben jetzt einen Lars, schau her. Wo? Ja, aber wir brauchen Kombis bei uns erst. Jetzt kommt's. Warte. Oh mein Gott. Lars ist jetzt neu dabei im Projekt. Hallo oder so. Red mal mit ihm, red mal mit ihm. Nein, ich rede nicht mit dem. Doch, mach mal, der antwortet, glaube ich. Ich will nicht, ich mag nicht mit Lars reden jetzt. Warum? Red du mal mit ihm. Kannst du Lars nachmachen? Warte, du hast doch bestimmt Voicelines von. Gambo, fühlt sich so, Leute, die angeln hauptberuflich? Ja, nee, ich denke, angeln ist noch ein bisschen langweiliger. Oh, ich sehe wieder was Goldenes. Darf ich nicht mal eine Maus? Sniper-Schuss, nee, warte. Sniper-Schuss. Ja. Yeah. Ist das gut. Aber wir brauchen... Oh mein Gott. Gambo. Ich muss wieder Müll wegpacken. Haben wir Glas? Ja? Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir Glas haben. Komm, ich habe da was Großes. Was hast du? Das verrate ich dir nicht. Ey, ich dachte, wir wären Freunde. Okay, okay, okay. Der baut da wieder schon was. Ich kann das alles nicht mehr. Gambo, wir wohnen hier. Das ist unser Leben. Ja, aber da bauen wir doch nicht. Also das Erste, was du in unserem Leben, in unserer gemeinsamen Zukunft baust, ist ein XXL hässliche Melonen-2D-Gesicht-Kacke. Junge, dann bau du und, doch mal was Schönes. Und der guckt auch noch böse. Guck ihn ja an. Guck ja, ihn ja an, wie er guckt. Ja, weil du die ganze Zeit schimpfst, ist jetzt böse geworden. Lob ihn mal, der wird er vielleicht lieb. Nein, der wird nicht lieb. Bitte. Komm schon, waren jetzt Ziegel dabei? Natürlich sind keine Ziegel dabei. Ich kann das alles nicht. Oh, ich sehe was Goldenes. Lecker, Schmecker, Schmackofatz. Schmackofatz. Ja, fühle ich. Das kann ich gut gebrauchen. Das behalten wir uns. Ey, das ist eine Lore. Lore. Wie Minecraft. Nennt man das? Nein. Lore. Ich brauche mehr Basalt irgendwo. Die schießt auf uns. Ich schieß zurück, warte. Oh, ich hab mich schon gewundert, wo diese ganzen Mobs bleiben. Die kommen jetzt, denke ich, nach und nach. Ich hab übertrieben viel Basalt. Es wird schon wieder so dunkel, merkst du das? Nö. Lass uns mal kurz hinlegen. Hey, läuft der Kuh durch mein Haus? Was ist da... Was wird das hier? Was baust du da schon wieder? Schlafenszeit. Schlafenszeit. Ich lag schon im Bett, als du das gesagt hast. Let's go, ist doch wieder schön hell jetzt. Day 6 und wir haben wirklich nichts gerissen. Doch, haben wir. Guck mal hier. Aber der war jetzt mein Glas fertig. Ich krieg die ganze Zeit Basalt, wirklich. Wie ein Macher. Hab ich noch Stein? Ja. Ich kann mal gucken hier. Guck her. Wo bist du? Boom. Was hast du? Wow, wer ist das? Leute, schreibt in die Kommentare rein, wie wir unser neues Haustier nennen sollen. Oha. Wer ist er denn? Der kann sogar im Nether überleben. Was ein Macher. Leute, wir brauchen einen richtig, richtig coolen Namen. Vielleicht könnt ihr auch irgendwas kombinieren aus Flo seinem Haustiernamen oder aus meinem Namen und dann irgendwas, irgendeine Mischung daraus machen. Oder was komplett Neues. Jetzt in die Kommentare damit. Wichtig und richtig. Flo, jetzt brauche ich aber Hilfe von dir. Wir müssen hier Nether-Ziegeln ranbekommen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich will auf die nächste Ebene. Du willst auf die 100k. Stimmt, die 100k wollen wir auch haben. Leute, wir haben eine Challenge bei Flo gestartet. Haben wir? Ja, das mit dem Auto, Flo. Oh, wir wollen doch Gott. Das Melon-Mobil haben. Oh nein. Leute, wenn ich die 100k knacke, dann kauft mir Flo... Das stimmt gar nicht. ...für 300 Euro ein kaputtes Auto. Dann packen wir da eine Melonenfolierung drauf und dann fahren wir damit einen Tag lang durch die Gegend. Let's go. Oder wir nehmen mein aktuelles Auto, was ich dann habe, und folieren das für einen Tag um. Nee, wir folieren einfach Gambo seinen Körper. Oder wir folieren einfach Flo's Auto. Nein, wir folieren einfach das Flugzeug, womit Flo nach Deutschland kommt. Wir folieren Gambo's Bizeps. Wir machen Melon Airlines. Guck mal, das ist wirklich... Lass mal fragen, was Lars davon hält. Ha! Wie haben wir denn immer noch... Junge, ich habe 15 Stück schon. Ich habe die noch nicht abgegeben. Wie, die hast du nicht abgegeben? Gib die ab! Oh mein Gott, ja. Interagiere mit dem was? Mit dem Ballon. Wir müssen zum Ballon. Zum Ballon. Ja. Ah, chill. Oh, Leute. Kommt jetzt der Feuerdrache? Oh nein. Es kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell dir vor, es kommt wirklich Glurak jetzt. Ey, ich hab Schiss. Nein. Jo. Guck ihn dir an. Das ist der Magma-Feuerdrache. Denkst du, der ist anders sauer. Flo, der ist sauer.
Ein Netherdrache. Versteck dich hinter der Mauer. Der ist sauer. Wir müssen ihn schnell fertig machen. Oh. Macht der Sachen kaputt? Boah, der lässt so Feuerbälle regnen. Alles gut, Gabo, ich bin oben. Der ist nur auf mich fixiert. Schnell, baller ihn von oben ab. Oh, der ist ein bisschen mad. Boah, der kann auch Feuer speien. Ja, aber nicht zu mir. Oh doch. Er sagt nicht zu mir und ich sehe dich noch rechts runter blocken. Der ist unter Hälfte, der ist unter Hälfte. Ah. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach deinen Beitrag. Oh, die Mauer bringt den Schiff. Ich sehe ihn nicht mehr, dank der Mauer. Perfekt. Da kommen die Magma-Kugeln. Ich kann das alles nicht. Aua, aua. Boah, das kracht aber ordentlich aua, runter, ey. Aua, aua, aua. Jetzt sehe ich ihn wieder. Ja, das ist es. Wir haben ihn. Haben wir ihn? Gito. Ich muss ehrlich sagen, jetzt in den Bossfights hilft die Mauer schon ein bisschen. Ja, Gambo, die hilft mir. Aber nur ein bisschen. Komm, last it. Last it. Er ist weg. Yo. Wir fliegen hoch. Let's go. Yeah. Leute, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Wir haben einfach falls euch meine Mauer gefallen hat. Nein, nicht die Mauer. Bitte nicht die Mauer. Wir haben es einfach geschafft, den Nether-Drachen zu besiegen. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Schaut auch bei Flo vorbei, der wird jetzt wahrscheinlich ums neue Jahr herum auch ganz wilde Sachen hochgeladen haben. Ich denke, bei dir kommt auch so ein Recap, oder? Es gibt bei dir so ein Best-of. Oh mein Gott, Gambo, bei mir kommt die Nase XXL Edition. Nase XXL Edition, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge Minecraft-Wolke. Bis dann, ciao.